Super Hollandaise hinein. Da steht sie, die 7478, mit der wir heute nach Hongkong fliegen. Optisch natürlich ein Traum, aber die Toilette, ne? Ist eigentlich diese Fahrt, diese Mercedes recht gut. Ich meine, Porsche ist auch nicht schlecht, aber natürlich Mercedes recht gut. Und jetzt, komm, wir winken mal dem Kapitän. Ja, das hat er gesehen. Ein kleines verhaltenes Lächeln kam zurück. Auf geht's. Macht ihr zu. Könnt ihr gerade mal noch auflassen? Ganz kurz. Ja, danke. Die ist noch gar nicht. Du hörst es noch gar nicht da. Ich meine, das ist doch auch wieder witzig, ne? Jetzt kommt die komplette First Class und jetzt mache ich dir die Tür zu für den First Class Gang. Ich meine, wie ist das möglich? Da kommt die komplette First Class und ihr macht die First Class Tür zu. Ja. Ho, 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 schönen guten Tag. Hallo, grüß dich. So, der Hon ist an Bord, es kann losgehen. Let me see you move, just let it out. Dance to the music, wanna hear it loud. Show me what you do on the floor. Please don't leave me craving for more. Let me see you move, just let it out. Dance to the music, wanna hear it loud. So are you ready to lose control and be a part of me right now? I will show you the brightest light and set all your systems on go, go, go all over the world. Show me what you do on the floor. Please don't leave me craving for all more. Over the world. Let me see you move, just let it out. Dance to the music, wanna hear it loud. So, meine Lieben, es ist, wie soll ich sagen, man kann das nicht anders sagen, als es ist wirklich eines der schlechtesten Catering-Service-Möglichkeiten, die man haben kann. Wir haben eine fantastische Crew an Bord. Wir haben einen Top-Service. Und die müssen eine so schlechte Speise servieren, dass man also wirklich sagt, das ist schon frech. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich werde jetzt noch mal eine Probe ausmachen aus dem 2016er Schloss Westerhaus und ich werde probieren den 2016er Bergrottland Riesling. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich den wiedererkenne, weil einer von den beiden war ausgezeichnet. Ich glaube, das ist der. Der ist es. Auf jeden Fall der linke. Es gab bisher, also bei Kaviar kann das Catering nichts machen. Das ist dann so, wie er geliefert wird. Aber ich will es noch mal ganz klar auf den Punkt bringen. Wir fliegen gerade First Class. Und da bekomme ich angeboten einen gekochten Wolfsbarsch. Da sage ich, okay, wenn das jemand mag, ist es okay. Dann gibt es die zweierlei von der Gans. Wenn die wieder versalzen ist, die war letztes Mal versalzen, wenn sie wieder versalzen ist, muss ich sagen, es ist ein No-Go.
Ich bin aber positiv und denke, es könnte diesmal gut sein. Aber die Frechheit bleibt und ist eine offene Lasagne für Vegetarier. Eine Lasagne für Vegetarier, das ist nun wirklich das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Und diese gebratenen Scheiben von Rinderfilet waren schon beim letzten Mal schwierig. Also von der Seite muss der Hornkritiker sagen, also die Qualität dieses Caterings ist auf dieser Flugreise in diesem Monat extrem schlecht und macht keine Freude. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch diese ganzen Sachen nur kurz ein bisschen anzuzeigen, nicht weiter darüber zu sprechen und es lohnt sich, glaube ich. Ich habe die Hoffnung, dass es im nächsten Monat besser wird. Das wird sich zeigen. Schauen wir mal. Aber der Service an Bord, diese zwei Mitarbeiter von Lufthansa hier in der First Class, das ist ein echtes Raum. Echtes Raum. Deutsche Zeit landen, sie macht 4 Uhr kaum Zeit. Dann hätten wir jetzt noch 55 Minuten.
Das ist ein Träumchen. Das ist großartig. Vielen herzlichen Dank. Ich nehme das eben schon ab. Danach ist das leichter. Danke sehr. Wir sind beim Hornfrühstück angekommen, ihr Lieben. Ich meine, das bleibt ein erstklassiges First-Class-Frühstück. Das kann man nicht anders sagen. Erstmal gibt es einen fantastischen Jahrgang Champagner. Wir haben Smoothie, wir haben Orangensaft, wir haben Rührei, wir haben Speck. Es gibt Wildlachs. Alles, was dazu gehört. Also wir sind ja in der Kritikzeit der Hornkritiker. Und ich kann nur sagen, dass das, was ich hier kritisieren kann, ist, dass der Service exzellent ist. Diese Crew, die hier unseren First-Class-Service gemacht hat, war absolutes Wow. So, jetzt verändere ich die Kamera in eine neue Position. Ihr kommt mal ein bisschen runter mit zu mir. Yes to the world.